Yo, schlage deine Kinder und ihre Stimmlagen bilden einen Major 7 Akkord. Ich kontrolliere es per Stimmgabel. Und du Fake-Head schreibst keine Texte wie die Gebrüder Grimm-Fabeln. Und ich fütter dich mit Mistgabeln voller Pferdeäpfel, du stinkende Made. Ich bin im Trinken erfahren, hab den Magen bitter im Magen. Tag an deinen Kindergarten, bitte immer zu schlagen. Und im Schulfach saufen habe ich mit Abwesenheit geglänzt. Denn ich hab am Vortag allein gesoffen und deswegen verpennt. Craxton, ich beweise mein verwegenes Talent, indem ich nach zwei Flaschen Schnaps versuch nach Schweden zu trampen. Doch ich vertrete vehement meine Meinung, alle Kinder sind noch nicht mal dämliche Menschen. Und ich schreibe meine Raps nur, um dein Ego zu kränken. Selbst wenn du Opa traust über die Körper deiner leblosen Enkel. Ich liefer mir ohne Hosen Geplänkel mit Bullen, befüll sie mit Helium und sie schweben nach oben wie Engel. Diese Fotzen. Yo, Craxton, ich muss vom Pissen auf deine Scheiße kotzen. Ich wollte eigentlich TV mit Kai Perinja einmal glotzen. Doch jetzt muss ich wegen Schweineboxen Steine klopfen. Denn bei RTL 2 Schweineboxen sollte man die Crackpfeife stopfen. Craxton, ich muss vom Pissen auf deine Scheiße kotzen. Ich wollte eigentlich TV mit Kai Perinja einmal glotzen. Doch jetzt muss ich wegen Schweineboxen Steine klopfen. Denn bei RTL 2 Schweineboxen sollte man die Crackpfeife stopfen. Weil ich mich bekotzt hab und fiesen Suff ausdünste, verweigern mir die Fußgänger dieser Stadt leider jegliche Auskünfte. Über die kürzeste Route, vom Pennymarkt zum Kindertheater. Ich entleer dort den Feuerlöscher und hinterlasse einen erblindeten Vater. Was ich bewirken will mit diesem Getrichter, das ist alles nur Promo für meine Wahl zum Familienminister. Dann kriegen Frauen endlich Boni auf Abtreibung und mein Plädoyer gegen die Kinderrechte schafft es auch in deine Tageszeitung. Doch bis dahin habe ich wegen Arschtrich ganz Durchfall und meine Gunshots auf Baby wegen mehr Konsequenzen als der Urknall. Guck mir zu, wie ich jede Körperhygiene umgehe, indem ich nach dem Scheißen die Boxershorts einfach rumdrehe. Und gib dir, wie ich bei voller Fahrt einen Einlauf wage. Total besoffen, mal die Parkplatz in der Einkaufswagen. Ich bin der Grund, warum Kinder ihre Eltern kleinlaut fragen. Warum muss mein Geburtstag immer in der Schlägerei ausarten? An dieser Stelle noch vielen Dank an Graufuchs, dass er diesen Beat total besoffen in 10 Minuten erstellt hat. Ja, one love.